Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4, auch wenn man jetzt hier gerade nichts sieht. In der letzten Folge haben wir diesen Starlight Theater und das La Theater erledigt und wir müssen uns noch ein bisschen hier nach Starkernen umsehen oder Sternkerne, was auch immer, um den Hauptrechner von Nuka World hier zu aktivieren, von diesem Bereich hier. Machen wir das. Klingt nach einem guten Plan, oder? Gehen wir ins nächste Gebiet, das wir finden. Zum Beispiel hier. Vault-Tec im Sternenhimmel. Hey, Vault-Tec. Wenn das jetzt nicht das Addon wäre, wenn wir jetzt nicht in ein Addon wären, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da Wackelpuppen finden. Schade. Wackelpuppen sind oft in Vaults drinne. Oder anderes, was mit Vault-Tec in Verbindung steht, macht irgendwie Sinn, ne? Ja, Vault-Tec-Wackelpuppen. So, hier sind 6 Stück. Okay, ich finde, ich gut hat mir immer gesagt, wie viele hier sind. Macht es ein bisschen einfacher. So, warte mal hier. Verkauft sie mal. Sehr geehrter Vault-Tec, Verkaufsmitarbeiter. Einführung, Integrierung. Nein. Und da haben wir eine. Ich habe gerade eine Vault gesehen, ja. Das hier so ähnlich wie in, boah, welches Spiel war noch mal, in welches Fallout? Und irgendwie so eine Führung durch so ein Vault, ich glaube Fallout 3 war das. Konnte man den irgend so ein Museum, so eine Rundtour machen, wie es in einem Vault aussehen würde. Und natürlich alles voll gut dargestellt und so, obwohl voll die Hölle abging in Vault 101, wo man geboren wurde. Oh nee. Oh nee. Ja, könnte nervig werden. Hey, guck mal her. Oh, komm, werd wieder sichtbar. Ich habe Zeit. Meine Zuschauer nicht, aber ich. Ja, okay. Boff. Ich geh mal rein. Hab ich den rein? Boff. Ach, Mann. Ja, passiert. Was? Hat mich irgendwie an die Szene aus Matrix erinnert, wo Agent Smith von Zug überfahren worden ist und dann einfach als der nächste Zug vorbeigeflogen ist, der einfach da aus dem Zug ausgestiegen ist. Okay, ja, das ist eine Vault-Tec. Medaillons. Ganz vergessen. Weil man muss sich im Starlight Dingen auch irgendwie eins einsammeln. Mit der Erfrischung. Luca Racers, Baumhaus. Minenwagen, Fahrgeschäft. Dem Riesen, okay, nee, anscheinend nicht. Eigentlich alles verschlossen werden. Ah. Alles ist verschlossen. Oh geil. Das wäre es. Genauso muss das. Also ich, ja, wollte schon sagen, erstes Starcan ist bestimmt hier drin, ne? Ja, die Musik schlägt schon so voll um, als hätte ich voll was Geiles erreicht. Wahrscheinlich im letzten Gebiet hier in diesen, ich sag mal, Dungeon. Schon der nächste gewesen. Bams. So. Dr. Bateman. Schon direkt 3 Stück. Okay, ich dachte, das Gebiet wäre ein bisschen größer, weil hier 6 Stück sind, aber anscheinend nicht. Ja, gleich wie vorne.
Weiß, ich lese sie nicht, aber selbst wenn man die mal durchgeht, könnte ja sein, dass man irgendwelche Informationen kriegt oder irgendwelche, weiß nicht, Quests oder was weiß ich. Ich lese das doch nicht alles. Hallo, dann wird Projekt irgendwie 1000 Parts oder so lang sein, wahrscheinlich, ich die alle gelesen hätte. Aber jetzt schon bei paar 1500 oder irgendwie sowas. Allem wie weit wir dann erst werden. Ja, wahrscheinlich noch nicht mal mit der Hälfte der Story oder so fertig. Mich? Ah, was? Nein, nicht nachdem ich den Horror-Typen da. Machst du da? Wie tief kannst du gehen? Was? Ist direkt vor mir. Boah, genau so. Du hast den ehrlich ausgezeichnet. Das sind keine düsteren Bunker. Achtung, ich glaube, ich bin ja gerade hier gerade vom Rückweg aus, ne? Der Gegner, ne? Frauen müssen überall geschützt sein. Ich gehe mal von der anderen Seite. Ich habe so Gefühl, wir sind da schon am Ende. Doc, mach du die fertig. Warum führt der Aufzug hin oder der hier? Enter, okay. Dann gehen wir erstmal doch hier durchs Vault. Mehr Informationen. Erleben Sie eine Zukunft in den Sternen. Erleben Sie Vortech. Hm. Oh, schön. Stimme kenne ich. Das ist von hier. Alle lieben Jim, glaube ich. Achso, die muss ich ja einsammeln, okay. Stimmt. Sind die alle hier? Da habe ich ja echt, wo hier so ein Schlüsselloch ist, wo ich den Schlüssel benutze. Ich krieg ja so ein. Ich krieg ja so einen ganz normalen Schlüssel. Die sehen ja aus wie so ganz normale Schlüssel, aber ich sehe irgendwie nirgendwo ein Schlüsselloch da. Warum sieht meine Sicht so aus? Ist mein Kopf verkrüppelt. Der Falken Punch. Aber die, warum ist eigentlich jeder Nahkampfangriff von denen schneller als meiner? Ich muss immer erst vom Weiten, ich muss schon vom Weiten irgendwie meinen Angriff mal anfangen. Aber wenn ich zu nah an die rangehe und meinen Angriff versuche, dann passiert das, genau das. Ja, die schaffen es immer, mich zu treffen vorher. Research. Oh. Wollen die in den Weltraum gehen oder was? Vortech. Na, komm her. Meine Güte, geht mir einfach auf den Nerven, diese blöden Geschütze. Einfach so lange gegen die Wand, bis das Ding da runterfällt oder was? So. Oh. Jetzt reicht's hier. Wer weiß was, jetzt reicht's hier. Wo ist es? Ein Escher. Ja, 6000, okay. Kaputt. Da ist noch einer, ich krieg diese. Ha. Dann gehen wir Roboter hier auf den Nerven. Ah, da ist schon der nächste Raumanzug. Was sind jetzt schon wieder? Oh, ist da noch einer? Wo kommt ihr alle her? Ich kann doch von hier.
So, ich möchte den Kopf abpacken. Mal hier bleiben, ich muss Doc Brot treffen. Danke. Aber wie viele sind denn noch hier? Nein, ich wollte. Nehmen. Das geht mir so auf den Nerven. Ey. Oh, okay. Dann nur kosmetisch irgendwie ausgelegt oder was? Ja, bin ich geil, dass Leute mir zu jubeln, wenn ich das mache. Boah, ich hoffe, das ist echt nur Jagdgebiet, was hier so schwer ist. Was habe ich überhaupt hier gerade für eine Krankheit oder so? Täterstrahlung, super. Wie krieg ich das? Macht mir das? Nehmen wir das eins. Wie krieg ich das weg? Und dank modernster Technologie von Voltech können Sie darauf vertrauen. So, hier war da irgendwo ein Schalter oder so. Ein spannendes neues Abenteuer erwartet Sie. Hunderte von Kolonien, die gesamten Galaxis und darüber hinaus. Ich bin nicht organischen Ursprungs, daher macht mir die Strahlung nichts aus. Bei Ihnen ist das anders. Dann brauche ich diese blöde Strahlung jetzt her. Ups. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo war ich schon? Wo nicht? Hier ist ein Raumanzug. Und da ist ein Starkern. Was? Coca-Cola Lunchbox? Geil. Was? Dann schon wieder Laserstrahlen mitten im Nichts zusammenfliegen. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Schon wieder. Hi, ihr seid nicht so schwer. So muss das. So sollte es auf Level 150 sein. Ist mal ohne Scheiß. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Das ist sehr gut. Das habe ich mir auch vorgenommen. War ich doch schon, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ah, ah. Einer noch. Ach, wo wir uns gehören, nehmen wir den auch mit. Ich dachte, es wäre noch einer gewesen. Okay. Fingerfluss mit motorischen Steuerung, bla 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 bla. Ein Haufen nicht Sinn machendes Gebrabbel. Okay. Hier ist Louis Bateman mit dem Bericht für Woche 2 des Projekts Verbraucherberatung. Die zivilen Angestellten haben vermehrt extrem starke Kopfschmerzen, ähnlich wie in der ersten Studie. Zum Glück sind die damit verbundenen Depressionen noch nicht aufgetreten, sodass Selbstmorde vorerst kein Problem sein dürften. Die Erhöhung der Frequenz der unterschwelligen Botschaften hat auf viele Besucher weiterhin kaum einen oder keinen Effekt. Dass die Auswirkungen auf die Parkangestellten sehr direkt auftraten, kann aber zumindest als Teilerfolg gewertet werden. Ich empfehle daher für das nächste Projekt die Audiotouren einzuführen. Vielleicht bringen eine höhere Frequenz und eine direkte Beschallung von aufmerksamen Besuchern mehr Erfolg. Oh. Oh, experimentieren den Leuten herum oder was? Ja, jetzt richtig verstanden.
Ich mache das einfach so fertig. Ich hatte hier so viele Geschütze, ne? Dann sind in einem verdammten Vergnügungspark so viele Geschütze. Oh Gott. So, letzter Starkern möchte ich noch haben. Das noch mal Raumanzug, den will ich auch haben. Ja, einen brauche ich auch noch. Boah, was soll denn das? Boah, blöd. Was ist dieser Effekt? Ist das von meiner Strahlung oder was? Kann ich ihn da wegkriegen? Das nervt. Obwohl Truhe, was war da drin ist? Ja, wo sind wir uns gerne? Wow, zum Glück habe ich den noch geöffnet. So, jetzt wieder der Eingang, oder? Doch das Leben ist möglich unter der Erde. Willkommen in Ich glaube, ich bin vollkommen rückwärts in das Ding reingegangen. Gleisbolzen, okay, danke. Das ist das letzte Ding, letzte mal Astronautenanzug. Oh, wo kommt denn hier schon wieder her? Astronautenanzug. Ausgezeichnet. Können die Mission abgeben gleich. Reisen Sie mit uns in die Zukunft, kam ich, was? Die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, um neue Abenteuer zu erleben. Also was? Ja, von hier kam ich, oder? Ja, was? Wie konnte ich den Ort hier übersehen? Wo sind die alle gewesen vorhin, die Gegner? Angestellten, ja, hier muss der letzte, ja. Und noch ein Raumanzug, einer für mich nehme ich an, ne? Gut, dann müssen wir aber noch in die Aufzüge reingehen. Wer weiß, was da noch ist. Das sieht ja irgendwie anders aus. Schon, ne? Ja. Obere Ebene. Okay. Ich komme von woanders her. Vielleicht ein anderer Eingang hier, ne? Ja. Dann nehmen wir da oben den Ausgang mal. Wer weiß, wo wir da hinkommen. Dann versuche ich mal die Dinge jetzt abzugeben, die Raumanzüge. Vielleicht kriegen wir auch was Geiles, keine Ahnung. Ist da keine Art, ich jetzt hier alle, ne? Viele brauche ich nochmal 20, 30, irgendwie so was. Dann kann ich den ganzen Park da abstellen und dann hoffentlich werde ich nicht mehr von denen angegriffen. Die Roboter gehen mir auf den Nerven. Also liegt wahrscheinlich alles daran, weil das Roboter sind, dass das hier so schwer ist, ne? Nehme ich jetzt mal an. So. Das ist natürlich nicht abgeschlossen. Wo ist die? Da. Warum ist der auf einmal? Warum verschwindet er auf einmal? Bringt Dara Raumanzüge. Boah. Oh, ich sehe nichts auf der Karte. Ist Alex hier ist was? Warum sind hier so viele Gegner?
Und gleich, wenn ich die Raumanzüge abgebe, dann respawnen die wahrscheinlich schon wieder, ne? Warum sind immer so viele an einem Ort? Das wird auch ganz schön schnell sein. Früher auf Überleben hat ja voll langsam geheilt. Aber seit ich auf sehr schwer gestellt habe, zwingend, ging das ein bisschen schneller. Und danach, jetzt geht das noch mal schneller. Ja, yeah, so muss das. Cool. Ich kann 75er Munition. Ich meine neue Waffe benutzen kann. Kann ich auch einfach mitnehmen. Ich strip hier alle Marionetten oder was auch immer das sein soll. Nackt. So. Bring Raumanzüge. Nimm mal mehr. Gut. Was bist du eigentlich für ein krasses Teil? Sehe ich nicht zum ersten Mal, oder? Hey. Mit Todesengel. So, ich baue eine Pause von diesen blöden Robotern. Ich glaube, wir machen diese eine Mission, die ich angenommen habe. Die muss ich übrigens nochmal annehmen, weil ich ja laden musste. Hier, wo wir uns da hinsetzen mussten, irgendwo hin. Weil die Roboter gehen mir auf den Nerven. Wahrscheinlich tun die dann wieder alle respawnen, wenn ich dann nächstes Mal hinkomme, aber was soll's. So. Ich kann das Raumschiff von hier aus sehen. Genau wie er sagte. Es wartet nur auf diesem verdammten Schrottplatz. So nah, so verlockt. Aber ich schweife ab. Hast du die Raumanzüge? Ja. Alle fünf. Ja, bitte. Perfekt. Hier ist deine Bezahlung. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt des Plans weitermachen. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wir müssen das Raumschiff auf dem Schrottplatz unter unsere Kontrolle bringen. Ich weiß, das ist viel verlangt. Darum gebe ich dir einen der größten Schätze der Habologie, wenn es klappt. Was ist das? Wieso wollt ihr das Raumschiff erobern? Das ist ein wichtiger Bestandteil der Habologie. Es ist uns vorbestimmt, es fliegen zu lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist nur für AHS-7-Mitglieder bestimmtes Geheimwissen. Zusammen können wir das Raumschiff übernehmen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sagen wir es den anderen. Leute, kommt her! Bildet das Rad! Ist ja was? Wir haben uns jetzt allen an den Beinen und rollen hier durch die Gegend, oder was? Bildet das Rad, ey. Was? Meinst du einen Kreis? Natürlich gehst du in die Mitte. Es ist soweit. Der große Plan des Hub kann in die nächste wichtige Phase treten. Nun ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Dogbot macht das Rad. Und uns das holen, was wir brauchen. Dank unseres Söldners haben wir Raumanzüge, die uns vor den Roboterwachen schützen. Das bin ich. Also rein in die Anzüge und holt eure Waffen. Wir haben einen Söldner, der uns in den Kampf führen wird. Die sind am Anfang vielleicht etwas eng, aber sie schützen euch. Mein Gott. Gut, dann muss ich aber sagen, ich beende den Part hier, bevor es weitergeht. Also, ich will mir noch was sagen. Hey. Ne, wir müssen direkt weiter, okay. Würde ich sagen, wir haben jetzt nicht mehr die Strahlung, ne? Also zu entstehen, bring ich mir der auf den Schrottplatz. Okay. Wir hatten zwar ein echtes Raumschiff.
Okay, dann würde ich sagen, Schrottplatz. Okay, dann würde ich sagen, die lassen wir doch erstmal ein bisschen durch die Gegend wandern. Ich werde erstmal mein anderes Abenteuer hier erledigen. Ich muss irgendwie, weiß nicht, hier so random durch die Gegend rumlaufen. Wo ist denn jetzt der Typ, der mir hier diese Mission gegeben hat? Wie ich mich hinsetzen muss für irgendwas. Keine Ahnung. Ich hoffe ja, die kommen zurück oder so. Genau, wir laufen erstmal random hier durch die Gegend, habe ich so ein Gefühl. Wenn ich hoffentlich irgendwas finde, was mich stärker macht, irgendeine geile Waffe oder irgendwie sowas. Irgendein Händler, der mir irgendwie was viel Besseres gibt. Waffenmäßig und so. Wir laufen immer weiter, ne? Und ja, dann würde ich sagen, ich bin die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.